herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir diese herbstliche Leseliste malen. Ja, und dafür brauchst du zunächst einmal natürlich dein Bullet Journal. Dann die Zebra Mildliner, also ein paar Stifte einfach. Schwarzes Washi-Tape, das ist ganz, ganz wichtig. Ein Geodreieck oder Lineal eben. Dann Radiergummi, darf bei mir nie fehlen. Einen weißen Edding, der ist ebenfalls sehr wichtig. Mein Micron Fineliner, den brauche ich auch immer. Einen Bleistift. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ja, ich habe mir die Seite so mal ganz grob mit ein paar Punkten eingeteilt. Das kannst du natürlich vorab auch machen, weil da brauchst du nicht unbedingt zählen. Das ist ganz so, wie du es für richtig hältst. Also du kannst einfach irgendwo einen Strich ziehen und das war es dann auch schon. Und dasselbe mache ich jetzt mit dem Washi-Tape. Ich reiße das einfach, aber ich klebe das gerade rein. Also ich orientiere mich da schon an den Punkten. Ansonsten, ja, klebe ich einfach zwei Washi-Tape hier untereinander. Das Schöne ist beim Washi-Tape, man kann die immer wieder abziehen, wenn man das denn möchte, und neue hinkleben. Also selbst wenn du dich hier verschreibst, vermalst, was auch immer, dann ist das überhaupt kein Problem. Ja, mit dem Edding muss man ein bisschen vorsichtiger vorgehen, weil das kann natürlich sein, dass sich der hier verschmiert. Wenn das Ganze auf dem Blatt landet, ist das natürlich weniger schön. Deswegen, ja, ein bisschen vorsichtig sein hier. Wenn du das gemacht hast, dann kommt hier noch ein Strich hin, weil ich möchte nämlich hier gleich ein paar Bücher malen. Und das geht ebenfalls ganz einfach. Im Prinzip male ich hier zwei Striche und anschließend, ja, schließe ich das mit so zwei Rundungen hier ab und schon habe ich mein Buch, ja, also ganz, ganz simpel. Und hier kommt noch ein Buchrücken, weil den kann man hinterher schön farbig gestalten. Und ja, dann kommt noch ein Buch und darauf kommt dann eine kleine Pflanze. Ja, das war es auch schon fast. Du kannst natürlich noch sehr viel mehr machen und sehr viel mehr dekorieren, aber ich wollte das jetzt mal ganz bewusst schlicht halten. Und dann mache ich das noch ein bisschen farbig und hier auf die linke Seite kommen ja meine Bullet Points sozusagen für die verschiedenen Bücher, die ich lesen möchte im ganzen Herbst, also in 3 Monaten, nicht nur in einem. Und dann male ich die Blumen noch ein bisschen an und die Farben, ja, und die Buchrücken auch. Und dann war es das auch schon. Du kannst natürlich noch auf die linke Seite ausweichen. Du hast da wirklich alle Möglichkeiten. Aber ich fand das Schlichte eigentlich ganz schön und vor allen Dingen auch mit diesem schwarzen Washi-Tape. Ich mag das einfach, ja. Deswegen bleibt es bei mir so. Und jetzt schreibe ich hier noch all meine Bücher hin, die ich lesen möchte. Und dann war es das von mir für heute. Ja, ich hoffe, dir hat das Spread für meine Leseliste gefallen und na, vielleicht machst du es auch mal. Das würde ich mich freuen, wenn du mich unterm Video verlinkst oder mir einen Kommentar hinterlässt. Ich freue mich immer von dir zu hören. Ja, und wenn dem so ist, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich auch über einen Daumen nach oben und vielleicht abonnierst du auch unseren Kanal und dann sehe ich dich hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!